Ich bin nicht die Ute, sondern ich bin die Vertretung für Ute, wie ihr ja gerade seht. Ja. Und natürlich könnte das so sein, wenn wir den Himmel zulassen würden, wenn wir letztendlich zum Frieden erwachen würden, wenn wir endlich in den Frieden kommen würden und den auch wollen und den auch wirklich wollen, dann wird er eintreten. Solange wir aber immer noch etwas zwischen uns und unserem Spiegel dazwischen schieben, und uns da sowas, eine Blockade oder eine Wand bauen oder irgendetwas, was wir als die Wahrheit anbeten, fälschlicherweise, dann wird es uns nicht gelingen. Ja? Dann wird es immer noch was dazwischen stehen und wir können nicht von Angesicht zu Angesicht schauen. Aber die Tageslektion sagt uns ja, ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will. Du willst nicht leiden. Die Tageslektion 102. Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will. Du willst nicht leiden. Vielleicht denkst du, dass du mit Leiden etwas erkaufen kannst und vielleicht glaubst du immer noch ein wenig. Es erkaufe dir das, was du willst. Doch sicherlich ist dieser Glaube jetzt erschüttert, zumindest so weit, dass du ihn in Frage stellst und vermutest, dass er wirklich keinen Sinn ergibt. Er ist noch nicht vergangen, aber jetzt fehlen ihm die Wurzeln, die ihn einst fest in den dunklen und verborgenen geheimen Winkeln deines Geistes verankert hielten. Heute versuchen wir, seinen geschwächten Halt noch mehr zu lockern und zu begreifen, dass Schmerz zwecklos ist, keine Ursache hat und keine Macht, irgendetwas zu erreichen. Er kann dir rein gar nichts erkaufen. Er bittet nichts und existiert nicht. Und alles, was er dir nach deiner Ansicht bietet, entbehrt der Existenz ganz wie er selbst. Du bist Sklave des Nichts gewesen. Sei heute frei, dich dem beglückenden Willen Gottes anzuschließen. Einige Tage lang wollen wir unsere stillen Zeiten noch weiterhin auf Übungen verwenden, die als Hilfe für dich angelegt sind, das Glück, das Gottes Wille in dich legte, zu erreichen. Dieses ist dein Zuhause und hier ist deine Erlösung. Hier ist endlich Ruhe. Beginne heute deine Übungszeiten damit, den Willen Gottes für dich so zu akzeptieren. Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will, und ich nehme es jetzt als meine Funktion an. Dann suchst du tief in deinem Geist nach dieser Funktion, denn sie ist da und wartet nur auf deine Wahl. Du kannst sie nicht verfehlen, wenn du lernst, dass sie deine Wahl ist und dass du Gottes Willen teilst. Sei glücklich, denn Glück ist deine einzige Funktion hier. Du brauchst nicht weniger liebevoll zu Gott, zu Gottes Sohn zu sein als er, dessen Liebe ihn so liebevoll schuf wie sich selbst. Halte außer in den stündlichen 5 Minuten heute oft inne, um dir zu sagen, dass du jetzt das Glück als deine einzige Funktion angenommen hast und sei versichert, dass du, wenn du dies tust, dich verbindest mit dem Willen Gottes. Ja, und man macht das schon immer wieder den ganzen Tag und geht in diese Verbindung auch. Und trotzdem hat man es manchmal nicht, erreicht man es nicht, erreicht man diese Verbindung nicht. Und warum ist das so? Weil man immer noch was dazwischen geschoben hat, weil man irgendwie glaubt, man ist eine Person, man ist mit diesem Körper verbunden und glaubt, man ist
Meinetwegen das und das, man ist ein Familienvater, man ist ein Kurslehrer, man ist ein Heiler, meinetwegen, man ist dies und das und jenes. Oder du kannst auch sagen, ein Geheilter oder ein Kranker, einer, der es gelernt hat, einer, der es nicht gelernt hat, es spielt gar keine Rolle. Du musst es letztendlich alles loslassen, alles aufgeben. Weil das bist du alles nicht. Ich hatte vorhin so einen Moment, als ich gerade die Ziegen von der Wiese geholt habe und dann habe ich mich so umgedreht und dann schien die Sonne mir so direkt ins Gesicht und plötzlich war das da. Da war dann so. Da war der Moment und ich war einfach glücklich und ich brauchte nichts machen und ich war nichts und ich war nichts von Bedeutung, aber ich fiel eigentlich direkt in die Arme Gottes in dem Moment, weil ich einfach nur da war in dem Moment und das zugelassen habe irgendwie und das in dem Moment endlich gefunden habe. Und manchmal machen wir es uns natürlich auch schwer, also dass wir auch hier mit diesen Anleitungen, dass wir das versuchen jetzt endlich hinzukriegen oder zu finden im Inneren und vielleicht ungeduldig sind und merken, nee, das war es jetzt noch nicht, oder das war es noch nicht, das war es noch nicht. Und wo bin ich? Wo finde ich mich? Wo finde ich mich da wirklich? Ja? Wir hatten ein paar Tage vorher diese Lektion 97, reiner Geist bin ich. Und die sagt natürlich genau, was du bist. Reiner Geist bin ich, ein heiliger Sohn Gottes, frei von allen Grenzen, sicher und geheilt und ganz, frei zu vergeben und frei die Welt zu erlösen. Das sind schon diese ganzen Gaben, die du hast. Und wenn du das annimmst und erkennst, dann wird es natürlich verstärkt in dir, wenn du den Fokus da wirklich rauflegst, wenn du es wirklich wahr machst, dass du das bist und wenn du das liebst, wenn du das liebst, dass du das bist. Und das zeigt dir natürlich in dem Moment auch, dass der Körper außerhalb von dir ist oder dass der Körper eben nur ein Werkzeug ist, ein Hilfsmittel und den du hier zur Kommunikation benutzt, aber dass es nicht mehr ist. Und der Fehler, den wir machen, ist natürlich immer, dass wir uns mit dem Körper und dem Ego identifizieren und dann sehr schnell ein Wort fällt und schon ist man verletzt, schon greift es einen an. Und daran merkt man, hey, was ist los? Bist du nicht richtig verbunden oder hast du dich wieder enttäuschen lassen? Bist du wieder, machst du das wieder wahr? Machst du wieder wahr, dass du ein Körper bist und dass du glaubst, dass du ein Körper bist? Ja, und da gibt es so eine ganz schöne Stelle hier. Ach so, ja, hier ist sie schon. Es ist in Kapitel 17, Römisch 3, Schatten der Vergangenheit heißt das. Und da ist es unter Nummer 9, Absatz 9. Es liegt immer noch bei dir zu wählen, ob du dich mit der Wahrheit oder der Illusion verbindest. Doch erinnere dich daran, dass die eine zu wählen, die andere loszulassen heißt.
Diejenige, die du wählst, wirst du mit Schönheit und mit Wirklichkeit ausstatten, weil die Wahl davon abhängt, welche du mehr wertschätzt. Der Funke der Schönheit oder der Schleier der Hässlichkeit. Die wirkliche Welt oder die Welt der Schuld und Angst. Wahrheit oder Illusion. Freiheit oder Sklaverei. Es ist alles gleich. Denn du kannst nie zwischen etwas anderem wählen als zwischen Gott und dem Ego. Denksysteme sind entweder wahr oder falsch. Und alle ihre Eigenschaften kommen einfach aus dem, was sie sind. Nur die Gedanken Gottes sind wahr. Und alles, was aus ihnen folgt, kommt aus dem, was sie sind. Und ist so wahr wie die heilige Quelle, aus der sie kamen. Mein heiliger Bruder, ich möchte in alle deine Beziehungen einkehren und zwischen dich und deine Fantasien treten. Das sagt Jesus. Und das ist auch eine Aufforderung an dich, an mich. Ja, Jesus, komm rein in meine Beziehungen. Hilf mir. Ich bin immer wieder daneben. Ich krieg's immer wieder nicht hin oder ich bin immer wieder verletzt durch irgendwas oder nehme irgendetwas da an als Wahrheit oder bin deshalb wieder in der Verletzung und bin deshalb wieder in der Illusion gelandet. Und bitte, Jesus, tritt ein in alle meine Beziehungen und du darfst einkehren und zwischen mich und meine Fantasien treten. Lass meine Beziehung zu dir für dich wirklich sein und lass meine Wirklichkeit in deine Wahrnehmung deiner Brüder und lass mich Wirklichkeit in deine Wahrnehmung deiner Brüder bringen. Und das ist einfach, diesen Schleier davon wegzunehmen, diesen Schleier, den man da immer vorzieht und sagt, ja, das hat mich jetzt gerade wieder verletzt und umgehauen und darum sehe ich dich jetzt mit Vorsicht oder gehe mit Vorsicht da ran. Lass mich Wirklichkeit in deine Wahrnehmung deiner Brüder bringen. Sie wurden nicht erschaffen, um es dir zu ermöglichen, dich durch sie zu verletzen. Das ist ein guter Satz. Also, sie wurden nicht erschaffen, damit du dich durch sie, dass du durch sie verletzt wirst. Sie sind erschaffen worden, um mit dir zu erschaffen. Das ist die Wahrheit, die ich zwischen dich und dein Ziel des Wahnsinns stellen möchte. Sei nicht von mir getrennt und lass den heiligen Zweck der Sühne nicht in Träume der Rache für dich verloren gehen. Beziehungen, in denen solche Träume lieb und teuer sind, haben mich ausgeschlossen. Lass mich im Namen Gottes einkehren und dir Frieden bringen, damit du mir Frieden schenken mögest. Also Beziehungen, in denen solche Träume der Rache lieb und teuer sind, haben mich ausgeschlossen, sagt Jesus. Also da kann ich nicht da sein. Also wenn du oder ich in so einem Zustand bist, ja, der Bruder hat mir das und das angetan und ich bin verletzt gerade wieder und ich krieg's gerade nicht hin. Dann schließe ich mich selbst aus und Jesus auch und kann nicht in der Verbindung sein und bin eben im Irrtum. Jesus, komm in meine Beziehung. Hilf mir, dass ich da die Wahrheit sehe. Und lass mich da das wahrmachen, dass meine Brüder nicht dazu da sind, mich zu verletzen, sondern dass meine Brüder dazu da sind, mit mir zu erschaffen. Und da kann man sich natürlich auch fragen, oder jeden, mit dem man da zusammen ist oder der einen auch verletzt, was wollen wir zusammen erschaffen? Was wollen wir erschaffen? Und was wollen wir erschaffen? Wir wollen Frieden haben miteinander und wir wollen Liebe erschaffen. Wir wollen eigentlich den Moment nutzen, dass Frieden einkehrt, dass Ruhe einkehrt, dass Stille einkehrt,
dass Jesus einkehrt und dass da ein heiliger Augenblick ist. Und darum kann ich bitten, darum kann ich bitten, auch in so einem, auch in so einer Konfliktsituation, dass ich da einfach sage, ich möchte, dass der heilige Augenblick jetzt einkehrt. Ich möchte, dass der jetzt kommt. Und ich kann den nicht selbst machen, aber ich kann darum bitten und er wird kommen. Er kommt dann rein und letztendlich wird die Situation dann gedreht. Und das zeigt, denke ich, auch in dem Moment, dass da Vernunft einkehrt und dass da der Wille Gottes einkehrt und dass da, dass du dann die Funktion hast, dass du so bist, wie Gott dich schuf. Und dass du danach rufst, bitte lass das jetzt so sein, bitte lass das jetzt einkehren. Ich möchte das. Ich möchte das mit all meinen Sinnen, mit allem, was mich hier ausmacht, als dieses Wesen, als diese Wirkung Gottes. Und bitte, wenn ich die Wirkung Gottes bin, dann lass mich das jetzt erfahren. Lass mich das, diesen Frieden einkehren bei mir, dass ich das erfahre. Und das wird dann kommen. Und ich werde das erfahren. Und dann kann es sein, es ist jetzt hier bei Kapitel 13, Römisch 7, das Erlangen, der wirklichen Welt, Seite 255 und da der Abschnitt 7. Ist der Wille Gottes, dass nichts außer ihm selbst seinen Sohn berühre? Und nichts anderes kommt ihm nahe. Er ist vor Schmerz so sicher wie Gott selbst, der über ihn in allem wacht. Die Welt um ihn leuchtet in Liebe, weil Gott ihn in sich selber setzte, wo Schmerz nicht ist und Liebe ihn umgibt, endlos und makellos. Eine Störung seines Friedens kann niemals sein. Im Vollbesitz seiner geistigen Gesundheit schaut er auf die Liebe, denn sie ist überall um ihn herum und in ihm. Er muss die Welt des Schmerzes in dem Augenblick leugnen, in dem er die Arme der Liebe um sich wahrnimmt. Und von diesem Punkt der Sicherheit aus sieht er sich ruhig um und begreift, dass die Welt eins mit ihm ist. Und das ist eigentlich dann schon der Zustand, wo du aus der Dualität austrittst in die Non-Dualität und wo du in die Einheit mit Gott eintrittst und wo Schmerz eigentlich vollkommen unmöglich ist. Wir haben so ein bisschen in den letzten Tagen auch mit Ute, die hatte das bei Facebook reingestellt, was Jesus wohl am Kreuz empfunden hat und ob er auch Schmerz erlitten hat und so weiter oder in welchem Zustand er da war. Und ich denke auch, dass er in so einem göttlichen Zustand war und dass er eben diese Dualität nicht wirklich gemacht hat und insofern auch aus dem Schmerz ausgetreten ist. Und obwohl das natürlich alles so eine brutale Szenerie war, hat er sich die ganze Zeit in Liebe und Demut gegeben und hat letztendlich auch auf die Menschen geschaut und hat auch diese Sätze gesagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und irgendwann hat er auch natürlich gesagt, es ist vollbracht und ich befehle meinen Geist in deine Hände, also in Gottes Hände. Wobei er selbst natürlich auch als Vertreter Gottes da war oder als Gott inkarniert im Menschen. Und
und auch die ganze Situation prophezeit war, also dass genau dieser Ablauf so sein sollte oder schon vorausgesagt war. Und es ging wahrscheinlich darum, dass Gott oder in Form von Jesus auf die Welt kam, um hier auch dieses Bewusstsein der Menschen weiter anzuheben. Und das ist ja in gewisser Weise auch gelungen, so dass wir jetzt hier auch darüber reden und darüber diskutieren, auch wenn das meinetwegen jetzt 2000 Jahre her ist und aber Zeit spielt gar keine Rolle. Also das war auf jeden Fall ein besonderes Ereignis, dass es die Welt irgendwie erschüttert hat oder das ganze System aufgerüttelt hat. So wie es auch in der Tageslektion eben steht, dass das der Geist halt gelockert wird und du alles nicht mehr so fest und ernst siehst, wie es vielleicht in der Illusion erscheint und du immer mehr auch Momente hast, wo plötzlich die Wahrheit durchscheint oder solche Momente, wo plötzlich du nicht mehr das Opfer der Welt bist und du im Licht der Sonne stehst und die Liebe erfährst, die um dich herum ist und die Wahrheit erfährst. Und ich glaube, dass Jesus eben in keinem Moment dieses Ego wahrgemacht hat, sondern immer sich dieser Göttlichkeit bewusst war, die er verkörpert hat und darum auch immer in dieser Barmherzigkeit, in dieser Liebe, in dieser Demut, in diesem Erbarmen die ganze Zeit war. Und es war natürlich eine riesige Provokation, auch für die Pharisäer, für Kaiphas, einfach zu sehen, da ist einer, der schaut nur voller Liebe und so schlimm ich ihn auch angreife und sogar wenn ich seinen Tod fordere oder ihn kreuzigen lasse, er schaut immer noch voller Liebe. Und hey, was ist das? Das kann doch so gar nicht sein. Und das erschütterte eben schon das ganze System und insofern wurde dadurch schon das Bewusstsein angehoben und auch erst, wenn wir jetzt darüber reflektieren, und das macht ja der Kurs in Wundern sehr genau, dass wir das eben anschauen und in der Nachfolge von Jesus sind und auch in dieser Umkehr weg von unseren Blockaden und diese Blockaden immer mehr abtun und durchschauen und immer mehr dadurch auch in die Liebe kommen, in diese Hingabe kommen, dass wir das selber machen. Und dazu ist ja dieses ganze Buch da. Man kann das natürlich studieren und studieren, aber letztendlich ist es dann die persönliche Erfahrung, die du selbst machst und wo du selbst an den Punkt gebracht wirst, dass du das loslässt, dass du einfach loslässt, weiter zu kämpfen und dass du auch über deinen Bruder, der dir meinetwegen irgendwas noch präsentiert, was bei dir noch blockiert ist, dass du darüber hinwegschaust und auf die Liebe schaust und immer mehr das dir bewusst bist, da ist noch dieser alte Schmerz aus der Vergangenheit und da ist noch dieses und jenes und dieser Wunsch, der hat sich noch nicht erfüllt und da bin ich gescheitert und dass du das alles abgibst, alles in die Quelle abgibst, alles zu Gott gibst. Letztendlich gibst du es dem Heiligen Geist, die Brücke zu Gott ist. Du gibst es aber eigentlich in die Quelle ab zu Gott und du bist erlöst in dem Moment. Du bist schon
frei. Und das sagt der Kurs auch an jeder Stelle. Du bist doch Journalist, du bist frei und du kannst jetzt hier auch den Frieden Gottes haben. Und dann dazu bist du da. Und sei nicht so hart mit dir selbst, sondern fang an, dass Gott für dich ist und dass das Leben für dich ist und dass alles hier für dich da ist, alles um dich herum. Und dann, wenn du das immer mehr machst und begreifst, dann kommst du auch in diese Non-Dualität rein. Und das Bild jetzt, was auch in der Dualität da ist, und du schaltest um in die Non-Dualität, das Bild ist das gleiche, aber das ist die Schuld ist vergangen, alles ist raus und du erkennst, dass alles eine Reflexion ist. Alles ist eine Reflexion deiner selbst, alles ist für dich, alles ist da und unschuldig. Und da sind wir dann schon an dem Punkt der wahren Wahrnehmung, wo wir die wir allerdings auch wirklich erlernen müssen, weil wahre Wahrnehmung zeigt auf, dass Ursache und Wirkung am selben Punkt sind. Das heißt, es braucht keine Zeit. Es braucht nicht, dass es da und da geschehen ist und jetzt ist die Wirkung da. Nein, das ist alles gleichzeitig und das heißt, dass auch das alle Probleme aufgehoben sind in dem Moment. Wenn Ursache und Wirkung am selben Punkt sind, dann ist da auch die Erlösung und deine Probleme sind letztendlich gelöst, wenn, oder meine, wenn ich in die Einheit mit Gott gehe. Und das passiert nicht, das ist natürlich in dem Moment der Fall, wenn ich diese Lektion Gott geht mit dir den ganzen Tag, wohin auch immer du gehst. Wenn ich die für wahrnehme, dann kann das nur so sein, dass da Gott nicht in der Dualität ist, dass Gott mit mir in dieser Non-Dualität geht. Und dass ich auch diese Non-Dualität jeden Moment erfahren kann. Dass ich da einfach eintreten kann. Und das ist eigentlich dieses Geistestraining, dieser Switch, dieser Lichtschalter im Bewusstsein, dass ich das plötzlich, wupp, jetzt schaue ich anders. Vor allen Dingen will ich sehen. Ich will die Wahrheit sehen. Lass mich endlich sehen. Ich will das Licht werden. Und das Licht ist gekommen. Und das ist so. Auch so einprägsam hier im Kurs, auch in den Lektionen, dass das so eine Art wie ein Befehl ist. Ich will das Licht werden, also ich will das. Und nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Und das sind so ganz klare Sätze, die gar kein Gegenteil zulassen. Und da lässt es kein Entweder-Oder zu, sondern es ist so. Und so auch heute mit dieser Tageslektion, dass teile den Willen Gottes, der mein Glück will. Morgen ist Gott, der die Liebe ist, ist auch mein Glück. Also es ist ganz klar. Oder gestern, der Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Es ist also schon die ganze Zeit da und es ist so eine Art Befehl, die ich mir selber gebe und wo ich selber sage, Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Und ich teile Gottes Willen. Ich habe nicht damit, sondern es muss die Wahrheit sein. Und ich will mich nicht weiter täuschen lassen. Ich will nicht weiter
glauben, dass der Schmerz mir irgendetwas bringt, dass ich dadurch einen Vorteil habe, dass ich nur durch Schmerz lernen kann. Nein, ich muss diesen Schmerz, der da ist, annehmen, akzeptieren, dieses Gefühl, das da ist, was mich verletzt, was mich schmerzt, das muss ich zu mir nehmen, es gehört zu mir, ich fühle das und ich muss das in mein Herz nehmen. Ich muss das mit annehmen. Und ich muss es anfangen, nicht mehr wegzuschieben, sondern ich muss anfangen zu lieben. Ich muss es zulassen. Und wenn ich das der Liebe gebe und das zulasse und das auch anfange zu lieben, dann löst es sich auf. Dann ist es weg. Also die Liebe umschließt auch dieses Leid, was ich scheinbar da habe und löst es auf. Solange ich aber glaube, dass dieses Leid wirklich ist und ich dagegen vorgehe und das auch oder aus meinem Bewusstsein ins Unterbewusste wegdrücke und solange ich flüchte oder dagegen kämpfe, wird es immer stärker, wird es mich verfolgen und es kommt immer wieder zu mir zurück. Es ist eigentlich eine permanente Aufforderung: Schau mich an, schau darauf. Und da sagt Jesus auch dazu: Widerstrebe nicht dem Übel oder widerstrebe nicht dem Bösen. Das ist ja gar nicht so. Das ist nicht so. Und das ist auch dieser Moment, wo er da auch mit dieser Ehebrecherin steht und die soll ja erst gesteinigt werden. Und er sagt ja diesen Satz, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein und die verschwinden ja dann alle. Und dann sagt er schließlich auch zu dieser Frau: Da ist niemand, der dich anklagt. Da ist niemand. Da ist keiner da. Und dann sagt er, sündige nicht wieder. Das heißt jetzt nicht, begehe nicht wieder Ehebruch, sondern trenne dich nicht wieder von Gott. Also glaub nicht wieder an das Ego, sondern bleib in diesem Bewusstsein stehen, dass da niemand ist, der dich anklagen kann. Und da ist niemand, weil das ist eigentlich hier deine Welt, die mit dir geht. Und es sind deine Brüder. Und Gott hat dir die gegeben, wie was ich hier gerade vorgelesen habe, nicht, dass sie dich verletzen, sondern dass sie mit dir erschaffen. Dass sie mit dir das Wahre erschaffen. Die Liebe, den Frieden und das Erschaffen, dass du, ich, die Angst loslässt vor dem Bruder. Dieses Misstrauen, er könnte mir was wollen, er könnte was wissen, was ich noch geheim halte, unter der Decke halte. Wobei alle Gedanken geteilt werden. Es ist sowieso alles eins. Da ist nichts zu verstecken. Da ist nichts, was jetzt von übel wäre. Also wenn ich Ehebrecherin bin oder wenn ich ein Bettler bin, gescheitert bin oder wenn ich ein Steuereintreiber, das war ja, glaube ich, Matthias oder ich weiß nicht den Namen, der Jünger, aber der war natürlich als Steuereintreiber total verhasst, also eigentlich der verhassteste Job, den man damals hatte und gegen den waren natürlich alle. Und den nimmt Jesus dann als Jünger zu sich und sagt, nee, der ist okay, der ist vollkommen okay. Und hört mal auf, den jetzt hier so zu hassen. Das ist euer Bruder und er ist auch vollkommen. Und das ist sehr interessant. Also gerade wenn man sich diese verschiedenen Charaktere anschaut, und da mal so ein bisschen reinspürt, dann kann man das merken,
dass er das eben ganz bewusst macht, damit man sich mit dem, was einen konfrontiert, auseinandersetzt und dass man schließlich drauf schaut und sagt, ja, er hat recht, lass mich das erlösen, lass mich meinen Hass aufgeben, lass mich meinen Hass in Liebe umwandeln. Es ist einfach an der Zeit. Es ist an der Zeit, dass ich das tue. Und solange ich das nicht tue und mich dem mich ausschließe, dem verweigere, solange schließe ich mich von allem aus. Solange verweigere ich mir alles. Und mach das nicht. Dir ist alle Macht gegeben und wir haben das schon Jahrtausende lang gemacht. Und es ist jetzt wirklich an der Zeit, sich das anzuschauen und das hochkommen zu lassen. Und auch wenn es erstmal vielleicht unangenehm ist, unangenehmes Gefühl. Und das ist auch gerade alles sehr energetisch und viele Brüder sind auch im Moment, kommen mit diesen Gefühlen gar nicht so richtig klar. Was ist denn da? Warum hab ich da noch immer diesen Groll? Warum habe ich immer noch diesen Schmerz? Warum, bin ich immer noch wütend, wütend auf die Welt und alles Mögliche? Und das, ist aber ein guter Moment, weil wir genau an dem Punkt stehen und weil wir uns beobachten können. Wir können ja das beobachten, was passiert denn gerade und warum macht mich das gerade wütend oder was ist denn da los? Ich möchte es jetzt mal wissen. Ich möchte jetzt da mal tiefer einsteigen. Was ist da passiert? Und meistens ist das eben, oder immer ist das ein alter Groll aus der Vergangenheit. Und der muss noch nicht mal von dir sein. Kann sogar auch von deinen Ahnen sein, von deinen Vorfahren, von deinen Eltern. Aber es geht eben auch darum, sich das anzuschauen. Weil du hast das alles erschaffen. Du hast dir die Eltern ausgesucht, die dich geboren haben. Du hast dir diese Ahnen auch erschaffen, die deine Ahnen sind. Und du bist der Herrscher des Universums und das ist deine Welt. Und warum kann man sich eben nicht so rausreden und sagen, naja, mein Vater war eh blöd oder meine Mutter, die war schwach und die konnte ich nicht leiden oder was weiß ich. Es hat keinen Sinn. Da muss Vergebung rein, da muss Licht rein und da muss an dem Punkt muss auch eine Segnung und muss auch die Liebe rein. Es muss alles mit Liebe angeschaut werden und ich muss all denjenigen, auch wenn es meine Eltern sind, die Ehre geben und muss ihnen die Anerkenntnis geben und sagen, ja, danke. Danke, dass ihr mich mit erschaffen habt. Also so wie das hier in dem Text hier steht, deine Brüder sind nicht dazu da, dich zu verletzen. Deine Brüder sind dazu da, mit dir zu erschaffen. Und vielleicht haben sie das nicht so ganz in dem Sinne getan, wie du das gedacht hast. Und du dachtest, das müsste anders sein. Aber sie haben ihr Bestes gegeben. Und insofern muss man das nochmal neu anschauen und mit Liebe anschauen. Und dann auch vergeben. Das heißt, nochmal über die Situation hinausschauen, diese ganzen schweren Missverständnisse, das, was da schiefgelaufen ist, das, was einen verletzt hat, das, was man sich gewünscht hätte, das, was nicht eingetroffen ist, alles das muss in die Quelle gegeben werden. Das musst nicht du tragen, dass Jesus sagt, gib mir deine Bürde.
Gib dieses ganze Zeug zu Gott in die Quelle rein. Du sollst es nicht tragen. Du bist hier, deine Funktion ist, glücklich zu sein. Und du sollst nicht urteilen und du sollst das ganzen Schlamassel nicht tragen. Das ist nicht dein Job. Einfach hör auf, dir solche Sachen anzuschauen, auszumalen, darüber nachzudenken, Gefühle zu haben, Emotionen zu haben und dann in der Hölle zu sein. Nein. Der nächste Gedanke ist, ich will in den Himmel und ich will jetzt glücklich sein. Und ich nehme das jetzt mal alles hier, was ich da gemacht habe, und tue es in die Quelle der Liebe. Ich tue es in mein Herz und ich gebe es an Gott weiter, an die Quelle. Und ich atme einfach ein und atme meinetwegen das ganze negative Zeug ein und atme das ganz doll in diese Quelle aus und lasse es gehen. Und dann atme ich nochmal Liebe und reines Licht ein und lass mich auffüllen mit dieser Liebe, dass ich die ganze Zeit davon genährt bin und dass es mir gut geht und dass ich in diesen Zustand des Friedens eintreten kann und dass ich diese Sorgen und diese ganzen Gedankenspiralen loslasse, weg damit. Mach das nicht, irgendein Mönch oder ein Buddhist, glaube ich, sagte mal, mach mal am Tag, mach dir mal nur eine halbe Stunde lang Sorgen und in dieser halben Stunde legst du dich schlafen am besten. Also du kümmere dich nicht um diesen ganzen Schlamassel, das hat doch mit dir gar nichts zu tun. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Das bist nicht du, ja? Und damit hast du nichts zu tun. Gucken wir jetzt hier nochmal weiter bei der Erlangung der wirklichen Welt. Der Frieden Gottes ist nur in der Vergangenheit höher als deine Vernunft. Hier aber ist er und du kannst ihn jetzt verstehen. Gott liebt seinen Sohn immer da. Und sein Sohn erwidert immer da die Liebe seines Vaters. Die wirkliche Welt ist der Weg, der dich zu der Erinnerung an das eine führt, das gänzlich war und gänzlich dein ist. Denn alles andere hast du dir in der Zeit geliehen und es wird verblassen. Aber dieses eine ist immer dein, denn es ist Gottes Gabe an seinen Sohn. Deine eine Wirklichkeit wurde dir gegeben. Und durch sie hat dich Gott als eins erschaffen. Du wirst zuerst vom Frieden träumen und dann zu ihm erwachen. Der erste Austausch dessen, was du gemacht hast, gegen das, was du willst, ist der Austausch deiner Albträume gegen die glücklichen Träume der Liebe. In diesen liegen deine wahren Wahrnehmungen, denn der Heilige Geist berichtigt die Welt der Träume, wo alle Wahrnehmung ist. Erkenntnis bedarf keiner Berichtigung. Die Träume der Liebe jedoch führen zur Erkenntnis. In ihnen siehst du nichts, was Angst macht, und deshalb sind sie das Willkommen, das du der Erkenntnis bietest. Die Liebe wartet auf ein Willkommen, nicht auf die Zeit, und die wirkliche Welt ist nichts anderes, als dass du das Willkommen heißt, was immer war. Deshalb ist der Ruf der Freude in ihr, und deine frohe Antwort ist dein Erwachen zu dem, was du nicht verloren hast. Preise also den Vater für die vollkommene geistige Gesundheit deines allerheiligsten Sohnes. Dein Vater weiß, dass du nichts brauchst. Im Himmel ist das so,
Denn wessen könntest du in der Ewigkeit bedürfen? In deiner Welt brauchst du tatsächlich Dinge. Sie ist eine Welt des Mangels, in der du dich befindest, weil es dir an etwas mangelt. Doch kannst du dich in einer solchen Welt denn finden? Ohne den Heiligen Geist wäre die Antwort nein. Doch dank ihm ist die Antwort ein freudiges Ja. Als Mittler zwischen den beiden Welten weiß er, wessen du bedarfst und was dich nicht verletzt. Besitz ist ein gefährliches Konzept, wenn es dir überlassen wird. Das Ego möchte zur Erlösung Dinge haben, denn Besitz ist sein Gesetz. Besitz um des Besitzes willen ist das fundamentale Credo des Ego und ein grundlegender Eckstein der Kirchen, die es für sich selbst errichtete. Und es verlangt von dir, an seinem Altar all die Dinge niederzulegen, die es dich heißt, dir anzueignen, sodass dir keine Freude daran bleibt. Das ist natürlich auch wirklich so in dieser Welt, dass man durch den Besitz und durch sein Haus und Eigenheim, das ist oft natürlich auch ein Teufelskreis. Und das kann auch sehr schnell zum Gefängnis werden. Und natürlich kann es auch sehr schnell zu sowas werden, ich bin besser als du ich hebe die Nase, also ich habe einen Dünkel, ich fühle mich irgendwie überlegen, besser als jemand anderes. Und damit bin ich schon dann vollkommen am Scheitern. Und letztendlich ist, wie es hier auch steht, alles nur geliehen. Du kriegst es hier. Du kannst es alles haben, aber du kannst es nicht mitnehmen. Also du brauchst es auch nicht. Also auch wenn du hier weitergehst und den Körper ablegst und weiter im Geist bist, du bist Geist, ja? Du bist Geist und du bist ewiglich, du bist ewig in diesem Geist Gottes und im Geist der Liebe. Und darum wirst du das alles loslassen müssen, weil es einfach nur vorübergehend ist. Und das ist eben auch, ist natürlich auch wirklich gut so. Und solange du das hier eben hast, ist es eben auch gut, wenn du das wirklich dann auch mit deinen Brüdern teilst und das nimmst und sagst, okay, ihr seid alle willkommen. Und jetzt sind wir gerade hier, nutzen das und wie es im nächsten Moment ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, also was morgen ist. Und darum binde dich nicht, also binde dich hier nicht so sehr an die Gesetze der Welt. Und das wird nicht angenehm sein, wird nicht gut sein für dich. Und diese Gesetze des Reichtums oder spielt ja hier auch auf die Kirchen an, dass die natürlich ihre großen Kirchen und Bischofssitze und alles auch mit Blutgeld teilweise gebaut haben, also dass sie durch die Inquisition das Geld eingetrieben haben und so weiter. Und das ist natürlich auch letztendlich dann ein schweres Los und hat sie letztendlich dann natürlich auch von dem Göttlichen getrennt. Also auf der einen Seite spielt man dann diese Heiligkeit vor, aber in Wirklichkeit ist sie natürlich keine reine Heiligkeit, sondern es kann schnell auch in so eine Scheinheiligkeit umkippen. So welche Menschen wie Meister Eckhart, die dann wirklich auch
spirituelle Erlebnisse hatten und auch darüber geschrieben haben, die wurden ja nachher auch eingesperrt und Meister Eckhart sollte eigentlich auch hingerichtet werden und verbrannt werden und ist aber, glaube ich, im Gefängnis gestorben, obwohl er zweifacher oder dreifacher Bischof war. Ja? Aber es passte nicht ins Konzept, dass man die Wahrheit hört, wollte man nicht hören. Darauf wollte man nicht hören. Und ist einfach nach wie vor dieser Konflikt zwischen Kaiphas und Jesus und Kaiphas, der Jesus eben anklagt und sagt Blasphemie und du darfst nicht am Sabbat heilen und du musst hier diese Gesetze Gottes einhalten. Das waren natürlich Gesetze der Unterdrückung. Ja? Das waren Gesetze, die die Menschen gemacht hatten und dann als göttliche Gesetze aufgestellt haben und daran geglaubt haben. Na gut, in dem Sinne, ich glaube, das hat ja jeder verstanden, was ich meinte. Habt ihr noch Fragen? Sonst würde ich jetzt noch eine Musik spielen. Wenn nicht, oder möchte jemand was teilen, dann sonst geht's mit der Musik fertig. Okay. 50.